Ein Ehepaar aus Bayern soll über Investitionen in ihrer Genossenschaft ihre Anleger um beinahe 7 Millionen Euro betrogen haben. Sie versprachen ihren Opfern hohe staatliche Fördergelder auf ihre Investitionen, doch finanzierten sich stattdessen ein Leben voller Luxus mit dem Geld. Seit rund einer Woche sitzt nun das Ehepaar aus dem bayerischen Örtchen Fels nahe der tschechischen Grenze deshalb in Untersuchungshaft. Laut der Staatsanwaltschaft sollen sie mit ihrer Masche insgesamt rund 12.000 Anleger um beinahe 7 Millionen Euro betrogen haben. Ein Anwalt, der mehrere Opfer vertritt, erklärte gegenüber der Zeitung Focus Online die Methode: Die meisten meiner Mandanten haben erst über ihre Lohnabrechnung bemerkt, dass dort Geld abgezwackt wurde. Auf Nachfrage hätte der Arbeitgeber auf ein Dokument über vermögenswirksame Leistungen und auf einen Genossenschaftsbeitritt verwiesen. Als der Anwalt dann bei der Genossenschaft nachfragte, haben diese häufig Verträge ohne Unterschriften vorgelegt und es damit begründet, dass die Verträge online abgeschlossen worden seien. Doch der Anwalt betont, der Vertrag ist nur dann rechtlich wirksam, wenn auch eine Unterschrift auf dem Papier ist. Doch wie sich herausstellte, seien viele der angeblichen Vertragsabschlüsse ohne Wissen der Opfer über eine mittlerweile abgeschaltete Internetseite zustande gekommen. Für 50 Euro im Monat versprach man auf der Seite staatliche Förderhilfen über mehrere hundert Euro. Interessierte konnten damals ihre Adresse für mehr Informationen hinterlegen, und die Genossenschaft bastelte sich daraus falsche Genossenschaftsbeitritte, ohne Einverständnis der Opfer. Mit dem Geld der Anleger soll sich das Ehepaar so über die Jahre ein regelrechtes Luxusleben finanziert haben. So seien bei der Festnahme ein Aston Martin DB11, Rolex-Uhren, größere Bargeldsummen und Kryptowährungen sichergestellt worden. Selbst das Geländer in ihrem Haus ließ das mutmaßliche Betrügerpaar vergolden. Auch sei es nicht die erste Betrugsmasche des Ehepaares gewesen, zuvor sollen sie Gelder für die Unterstützung von angeblich missbrauchten Kindern gesammelt und so über 100.000 Euro abgezockt haben, wie die Bild-Zeitung berichtet.